zur neuesten Folge von Pokémon. Karmesin und Violet. Ja. Ich war jetzt gerade schon wieder bei der Schwert-Wanderlock von heute Abend. Für uns heute Abend. Für uns heute Abend, für euch. Schon lange vorbei. Ja, wer weiß. Oder vielleicht heute auch wieder heute Abend. Lasst euch überraschen, guckt in den Uploadplan. Ich find's cool, dass viele Leute mittlerweile den Uploadplan nutzen. Ja, dafür ist ja auch gemacht. Ja. Ah, und dann gibt's immer noch so die paar Leute, die fragen, wann kommt denn das nächste Video? Es hat Explod genutzt? Bist du wahnsinnig? Also irgendwie hat's das nicht. Oh, ein Gegengift. Das ist eine KO-Attacke. Oh. Ja. Juhu. Beziehungsweise er KO't sich selber. Das ist ein Kristall von Villan. Schade. Ich sehe actually gerade recht wenig Kristalle. Ui. Elektroball. Oh. Ui, der ist für Isaac ganz gut. Ja, wir rennen heute ein bisschen durch die Welt, machen ein paar Raids. Das ist der Plan auf jeden Fall. Da vorne, das ist deiner. Ich weiß, darum geht der auch dahin. Zwei Sterne. Jo, kannst annehmen. Ein Wassermon. Auf Typ Fee. Feemon. Ich glaube, ich gehe einfach mit meinem Felori rein. Oder mit... Ja, ich gehe mit Isaac rein. Go. Let's go. Wir haben uns ja in der vorletzten und letzten Folge zwei Wolverogs gefangen genommen. Und die versuchen wir jetzt zu entwickeln. Ja, Dodo will die Nachtform haben, muss seins also bei Nacht entwickeln und ich muss bei Sonnenuntergang entwickeln. Ja, seins ist ein bisschen schwieriger, die Zwielichtform, dafür braucht er auch eine passende Fähigkeit. Hat meins. Hat er. Sonst hättest du das gehabt, hätten wir nachher einfach die Mons getauscht. Ja, ja. So. Sie heißen gleich. Da ist eins. Kam ja mit Sonne und Mond dazu. Da hat sich ja der ganze Anime drum gekümmert. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Jedenfalls meine Schwester hat den sehr... hat ihn geguckt. Eine Aquarelle. Ich wurde geduscht. Ich wurde auch geduscht. Und gestorben. Übrigens... Das war mein Wasserbodenmon aus. Oh, das ist sehr effektiv. Das war mein Wasserbodenmon aus. Wer ist es? Schwert und Schild. Damit habe ich meinen ersten Playthrough gemacht. Gastrodon. Das Mod ist aber auch geil. Ja. Meiner Meinung nach mit einer der coolsten Mons. Jetzt habe ich einen Great Ball benutzt. Hey. Ah, perfekt. Für ein so cooles Mon ist das aber auch erlaubt. Jan denkt sich gerade so, nein. Ja doch, das Mod ist cool, aber es ist halt gewastet. Das ist so, wie wenn du da einen Meisterball schmeißen würdest. Also so krass ist es jetzt auch nicht. Ja. Ups, halt ich habe aus Versehen meinen Meisterball für einen Raubi verwendet. Oh. Schade. Naja, es gab ja mal ein Event, wo der Twitch-Chat Pokémon gespielt hat. Und da gab es halt auch Leute, die dann den Meisterball auf irgendwelche Pokémon werfen wollten. Das gibt's auf TikTok auch manchmal. Das haben wir neulich eingesehen, da konntest du auch quasi durch den Chat Pokémon spielen. Ja, ich glaube, der Chat hat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden geworden, irgendwie 16 Stunden oder so. 16 Tage. Aua. Welche Gen denn? Rot. Pokémon Rot. Das ist das allererste. Ja, okay. Ja, es ist von der Steuerung ja auch noch recht einfach. Da hast du ja nach oben, unten, rechts, links, A. Ja, und an einer Stelle hing sie halt super lang fest, weil es halt eine gerade Strecke ist, wo du halt aber die ganze Zeit nach rechts laufen musst. Und wenn du einmal nach unten drückst, fällst du halt eine einpassierbare Klippe runter. Und irgendjemand hat die ganze Zeit nach unten gedrückt, oder wie? Ja, natürlich. Oh. Darum haben sie 13 Stunden an der Stelle gebraucht. 13 Stunden an einer Stelle? Um 13 Schritte nach rechts zu gehen. Aua. Oder so. Ja, weil du musst halt nur einmal runterdrücken und
Schon bist du wieder unten, ja. Ja, schon darfst du von vorne anfangen. Aber als ob sich irgendjemand da reingesetzt hat und die ganze Zeit runtergedrückt hat. Da waren tausende von Leuten neben Stream dabei. Okay, nee, da wo wir dabei waren, waren wir vielleicht so zu dritt oder zu viert. Da konnte man das noch einigermaßen koordinieren. Ja, nee, das waren mehrere tausend Leute. Komme ich da irgendwie rüber? Du kannst jetzt durchs Wasser laufen. Ich kann durchs Wasser laufen an sich, ja, aber komme ich da wieder hoch? Nein. Ja, das war doch meine Frage. Ich habe sie dir beantwortet. Du kommst davon wieder raus. Oh, nerv nicht. Aber ich suche Kristalle. Und ich finde keine. Nein. Ja, da sind sie irgendwo. Safe steht dann wieder, das ist Willenskristall. Ich bin mal safe. Ich mag ja auch nur diese eine Attacke. Gefühlt schon. Und ich beiß einfach drauf. Aber dann mein Controller sich gerade disconnected. Ah, entspannt. Drache. Hab ich irgendwas Feenmäßiges oder irgendwas Drachenmäßiges? Nee, eigentlich nicht. Ein böses Isaac. Luxio. Das sieht sehr lustig aus, dass wenn ich mit darüber gucke. Es sieht halt immer wirklich so aus, als würdest du direkt in dein Gameplay reingucken. Ja. Ich müsste meinen Bildschirm eigentlich da oben hinnehmen. Damit ich da oben ins Gameplay reingucke. Ja, ja, ja gut. Und die war ein bisschen challenging. Ich bin schon drin. Ja, wo war's denn jetzt nochmal? Ne, ich wollte mein Pokémon heilen. Achso. Oh, das ist unser Starter. Wo das war, das weiß ich noch. Hast du ein Feen-Pokémon? Nein. Doch, doch. Doch, hab ich. Hab ich. Hab ich. Ach, dann gehst du auch mit Patrick rein. Patrick ist bei uns beiden ein Feen-Pokémon. Aber es ist Level 16. Aber egal. Und rein da. Patrick ist auch nicht deutlich höher. Dürfen wir trotzdem schaffen. Ja, irgendwie. Drache. Patrick carried. Patrick. Patrick. Verbindung wird hergestellt. Riesig Drache. Oh, Drache sieht ja cool aus. Oh. Man hätte die Farbkombi zwar noch ein bisschen ändern müssen. Ein Raffel. Ich hasse. Wow. Und ein Elektro. Ich hasse Raffel. Ich habe keine Feenattacke da drauf. Ich leck's mal an. Ich meine, hier stirbst du ja eh nicht. Das ist ja, ja egal, ob du stirbst oder nicht. Attacke singt! Attacke singt! Uns rennt die Zeit so ein bisschen davon. Du musst Schaden machen. Ah. Das sagst du so einfach. Diebeskuss macht halt einfach nicht so viel. Solange jetzt nicht. Aber mehr als mein Ablenken. Ja, aber ich bin schon wieder raus. Je öfter du stirbst, desto länger dauert es halt. Ja, natürlich. Wow, ich könnte herkristallisieren, das bringt mir halt nichts.
Was? Ich könnte Terra kristallisieren, aber ich kann es nicht. Jetzt kannst du es auch nicht. Ja. Bezierzer nehme ich halt instant raus. Ich habe jetzt schon 15 Sekunden Revival-Zeit. Ja, okay, den schaffen wir nicht, den Raid. Da müssen wir gleich mal mit vernünftigen Mons rein. Aber ich habe halt nichts sehr Effektives an vernünftigen Mons. Ja, aber selbst unsere Stachel sollten da mehr Schaden machen als die beiden. Ja. Tut uns leid, Patrick. Patrick, du bist auch noch zu schwach. Nett. Sagen wir es, wie es ist. Gegenstoß halte ich aus, ja. Oh. Ja, ich muss jetzt einen Gegenstoß noch vernünftig rausbekommen. Einen Diebeskuss. Ja. Das ist mir viel Zeit. Ja, lass mich einen Liebeskuss rausbekommen. Oh mein Gott! Das wird noch was. Nein! Jetzt irgendjemand anderes. Ja, ist es down, ist es down. Ist es? Ja, ist es down. Bei mir noch nicht. Patrick, ich habe nichts gesagt. Ah, jetzt. Jetzt! Ha. Patrick, ich habe doch nichts gesagt. Wir haben den Mondbär gefangen. Man muss Patrick nur ein bisschen Druck machen, dann funktioniert's auch. Ja. So ist das bei Kellner noch immer. True. Nur mit dir könntest du mit Trinkgeldes bedrohen. Dann arbeiten die auf einmal ganz, ganz schnell. Nein, du musst einfach mit mehr. Du kannst ja nicht von Trinkgeld ausgehen. Ja, ja, klar. Boah, du musst einfach sagen: Hier, guck mal, ich wedel mit einem 50er rum, dann. Dann laufen die aber. Dann laufen die. An alle Kellner da draußen, die macht einen tollen Job. Ja. Das ist so das große Problem, wenn jetzt mittlerweile mehr Leute zu sehen, dann du weißt nie, ob. Warum? Ich habe mich verklickt. Gesundheit. Du weißt nie, ob du jetzt aus Versehen doch irgendjemanden voll frontest. Wir meinen nichts böse. Es sei denn, wir sagen es direkt dazu. Das ist böse meint. Dann meinen wir es böse. Okay, bin ich doof? Ja, bin ich. Ah ja, doch, da bin ich dran. Ich weiß, ich bin voll in die falsche Richtung gerannt, aber egal. Ah, ich sehe es schon da unten. Ist das schon wieder eine? Ne, da unten ist. Dings. Ach nee, hier ist nur. Oh, Party. Ich bin schon wieder auf den Käfer getreten, wetten wir? Hier ist nur Party-Dick da. Ah! Ich bin schon wieder. Auf den Käfer getreten. Der wird abgefrühstückt. Ham, ham. Das ist Level 7. Ja, Bullet Seed. Dein Pokédex wurde aktualisiert. Möchtest du auch mal in meine Richtung kommen? Weiß nicht. Möchtest du? Kannst du nicht einfach das Ding starten? Ja, nein, ich meine für das andere Ding, was da hinten rum. Also. Oh. Kampf. Kampfmon. Ich bin gleich am. Wie heißt es? Next Objective. Was? Da wo wir hinwollen. Da, wo unsere. Aber das wollten wir doch jetzt noch gar nicht machen. Jetzt noch nicht, aber das ist schon mal so ein bisschen. Ja, komme ich schon irgendwann hin. Ich wollte den anderen Kristall da hinten gleich noch holen. Okay, gut. Let's go! Also wenn er nur Kampfattacken hat, könnte er mir theoretisch keinen Schaden machen. Theoretisch. Also wenn er nur Kampf... Nein, normal ist nicht, macht keinen Schaden auf Geist. Normal ist nein, Kampf macht keinen Schaden auf Geist. Nein, normal nicht. Kampf schon. Normal macht nichts auf Kampf. Glaube ich. Nein, Kampf ist effektiv auf normal. Normal ist gar nicht sehr effektiv. Normal macht keinen Schaden auf Geist. Und ich würde angreifen. Wo ist Geist?
Kampf macht. Okay, nehmen wir mal. Aber es stimmt so, wie ich gesagt habe, oder? Ja. Was war's denn recht? Ja, ich weiß, so habe ich nämlich damals immer in Schwert und Schild die vierte Arena einfach hops genommen. Aber ich finde, das Kampfzeichen sieht auch cool aus. Das heißt, so eine riesen Faust einfach da drauf. Würde. Hürde. So, das ist auch unseres. Obwohl, ich finde das Pokémon total cool. Aber was haben sie sich gedacht? Lass mal eine kaputte Tasse nehmen. Mir ist gerade beim Trinken die Tasse kaputt gegangen. Schade. Das muss aber mindestens zwei Leuten passiert sein, weil es ist ja eine besondere Tasse. Wieso? Es gibt ja zwei verschiedene Tassen. Eine davon hat eine 5%ige Chance zu spawnen und die andere... Die anderen 95%. Ja. Die eine ist halt, also alles sind halt normale Tassen und das eine ist halt so eine besondere Tasse. So eine, mehr oder weniger so eine Art Designer-Tasse. Ist mir noch nie aufgefallen. Siehst du auch nur, wenn du unten drunter guckst. Muss ich mal im Pokewiki nachgucken. Naja, zwei von halt. Und je nachdem, was du halt für eine Tasse hast, brauchst du auch was anderes zum Bekämpfen. Ja, das lustig. Mehr oder weniger das eine ist original, die 5%ige Drop-Chance und die anderen 95% sind halt der Abklatsch davon. Ja, ja. Uwo. Und. Aber das würde mich jetzt interessieren. Gibt's Fälschungsform. Gibt es dann beide Formen auch noch in Shiny? Ja. Boah, das heißt, das ist eine 5%ige Chance auf das Mon. Was dann nochmal Ja, boah. Genau. Das ist ja fies. Oh, lol, du kannst auch den Nickname changen. Das ist auch praktisch. Käfer, was ist sehr effektiv auf Käfer? Hast du schon gestartet? Feuer. Ach nee, hast du ja nicht mehr. Flug, oder? Ja. Raid beginnt vielleicht auch noch. Achso, dachte ich, er hätte schon drauf gedrückt. Du kannst dich für die Folge aufschreiben Raids. Raid. Ja, ich suche halt, wenn wir Raids machen, immer schöne Pokémon, die ich vorne aufs Thumbnail packen kann. Was haben wir hier? Pikachu. Ich sehe schon, ich werde mich total selbst verwirren mit meinen Notizen. Tasse, Raid, Pikachu, hä? Tasse, Raid, Pikachu. Fahrrad. Aua. Ja, okay, es ist aber fast down. Und es ist down. Ja, das war's. Wie viel? Wir haben gerade vielleicht ein 20stel von der Zeit oder so gebraucht? Ja. Guck mal, wie entsetzt es geguckt hat. Juhu. Ich würde sagen, ein Raid machen wir noch, dann war es das für die Folge. Ja, ja, klingt gut. Ach, knack. Danach würde ich sagen, nehmen wir noch eine Folge auf und dann haben wir noch Zeit, das hier alles wieder zurückzubauen. Ja, es ist ja ein bisschen zurückbauen. Meine, dann haben wir 5 Folgen insgesamt aufgenommen. Das ist ja erstmal was. Pikachu wurde gefangen. Uhu. Hast du bei dir noch irgendwo ein? Ähm.
Ja, oh, scheiße gelaufen, würde ich sagen. Das Wuffels. Wow, wow. Ein Toxel. Ja, das Elektro-Signature mal in der letzten Gen. Elektro-Gift war es, glaube ich, oder? Ja. Sind schon einige coole Monster dabei. Ja, perfekt. Wasser. Ja, ist ein Generator, also bitteschön. Gut. Gut. Oh, ja, ich bin nicht mehr Feuerbund drin. Egal. Passiert. Die Tomaten. Luxtra haut drauf. Da kommt gleich ein Funkensprung und das war's. Das ist ein Stand-Raid. Da dauert das Laden und Fangen länger als der Raid an sich. Ja. Also. Wir speedrunnen einfach. Wenn wir jetzt verkacken. Das wäre peinlich. Das wäre hart. Also wenn wir das verkacken, das wäre richtig hart peinlich. Aber das Mon haben wir doch schon. Das würde ich jetzt nie nochmal fangen. Ja. Das habe ich neulich, ja, noch, aus, das hab ich neulich noch aufs Thumbnail gepackt. Ja, zweimal drauf. Gut, das war's. Wir haben gewonnen. Ja. Als ob du nochmal auswählen musst. Ja. Manchmal ist das System ein bisschen komisch, bin ich ehrlich. Ja. Ist irgendwohin verschwunden. Okay. Ja, das war's aber auch für die Folge. Ja. Wir hoffen, dass wir im nächsten Part schon den Sonnenuntergang haben. Obwohl, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir ja auch in die Time noch ein bisschen, wie es gibt. Ja, nein, aber bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios. Ciao.